Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Heute geht es, wie ihr es ja im Titel bereits lesen konntet, weg vom zivilen und hin zum militärischen Bereich. Leider hielten sich die Details zu dieser Anlage recht bedeckt, aber ein wenig konnte ich dennoch für euch herausfinden. Deswegen schlage ich euch vor, kommt nun am besten mit auf diese Tour und den Rest erfahrt ihr wie immer von mir in den nächsten Minuten. Sollten verlassene Orte hier im Osten Deutschlands dein Interesse geweckt haben, dann schau doch nach diesem Video mal auf unseren Kanal. Dort findest du jede Woche Mittwoch, so wie heute zum Beispiel, eine neue Folge zu diesem Thema. Reinschauen und abonnieren lohnt sich also mit Sicherheit. Und nun wünsche ich euch und dir viel Spaß mit dieser Folge. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch eine ehemalige Husarenkaserne. Wir hatten euch bereits in Folge 98 eine ähnlich große Kasernenanlage vorgestellt, diese blende ich euch jetzt hier oben rechts ein, für alle die diese Folge verpasst haben sollten. Der Standort hier ist allerdings bei weitem nicht so alt und bringt auch nicht im Ansatz so viel Geschichte mit, aber eins nach dem anderen. Die Geschichte dieser Anlage beginnt im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, um genauer zu sein im Jahr 1890, wobei hier auf verschiedenen Internetseiten auch die Rede von 1893 oder 95 ist, aber auch wir gehen von 1890 aus, denn das Areal ist recht weitläufig und bis die ersten Gebäude tatsächlich standen, vergingen so einige Monate, wenn auch später noch einiges mehr hinzukam. 3 Jahre später bezogen 1893 die ersten Soldaten die ebenso ersten fertiggestellten Gebäude. Die Kaserne diente von Beginn an einem Husarenregiment, eine Truppenform, die heute fast völlig vergessen ist. Bei Husaren handelt es sich um eine leicht gerüstete Kavallerieart, die es ursprünglich im östlichen Europa erstmals gab. Später schwappte diese vor allem schnell bewegliche Truppenform auch ins Deutsche Reich über. Entsprechend musste man nun diese auch neu stationieren und so entstand eben auch diese Kaserne, auch wenn nur wenige Jahre später diese Truppenform mehr oder weniger nutzlos wurde. Bis 1915 wurden etliche Gebäude hier fertiggestellt und bezogen. Wie viele Soldaten hier kaserniert wurden, fand ich leider nicht heraus. Bis zum Ersten Weltkrieg entstanden unter anderem Stallungen, denn berittene Husaren fanden hier ebenso Platz. Darüber hinaus gab es Wachgebäude, ein Offizierscasino, diverse Unterkünfte, ein Lazarett und natürlich einen Appellplatz. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem nun geltenden Versailler Vertrag tat man sich nicht schwer, die ohnehin veralteten Husarenregimenter aufzulösen. Für die hier stationierten Husaren war 1919 genauso Schluss. Die Technik schickte Panzer und immer größere Haubitzen in den Kampf, wo berittene Soldaten selbst mit Gewehren nur noch als Kanonenfutter enden sollten. Die Husaren hatten schlichtweg nach nur kurzer Zeit wieder ausgedient. Nach der Machtergreifung Adolf Hitlers wurden auch die kleineren Kasernen, zu welche diese ebenso zählt, umgebaut und erweitert, sodass sie neben mehr Platz vor allem den neuen Einheiten der Wehrmacht langfristig entsprachen. Wie viele Soldaten aus dieser Kaserne in den Ersten und Zweiten Weltkrieg zogen und dabei ihr Leben ließen, ist ziemlich schwierig herauszufinden, es werden aber erfahrungsgemäß einige gewesen sein, eine genaue Zahl war hier aber auch nicht auffindbar. Nach dem Zweiten Weltkrieg bezogen sowjetische Truppen das Kasernengelände. Für die neue Nutzung entstanden auch hier weitere neue Gebäude. Teile der alten wurden erneut umgebaut und saniert, allerdings blieb der Kern des Gebäudeensembles fast unberührt. Ab Mitte der 50er Jahre bezog eine Garde-Motorschützendivision und ihr dazugehöriger Verband die Kaserne und nutzte diese bis zum Abzug aller sowjetischen Truppen, was nach der politischen Wende ab 1990 bis 1994 geschah. Hier ging es allerdings etwas schneller, bereits 1993 übergab man die nun leere Kaserne den deutschen Behörden. Die militärische Nutzung war damit beendet und das Hin und Her, was nun mit dem denkmalgeschützten Kern geschehen soll, ging los. Vor allem die durch die Sowjets errichteten Gebäude wurden mehr oder weniger zügig abgerissen. 2010 sanierte man einige Gebäude des denkmalgeschützten Kasernenabschnitts. Hier findet man heute das Finanzamt. Aus anderen Gebäuden wurden Miet- und Eigentumswohnungen, doch bis heute verfällt ein nicht unwesentlicher Teil der über 100 Jahre alten Kasernenanlage.
Wie ich hörte, hinkt man etwas der Beräumung des Bodens hinterher, denn die Kaserne soll kontaminiert sein, ob mit Munitionsresten oder Chemikalien. Fakt ist, die Aufarbeitung kostet wohl mindestens 150.000 Euro. Der Artikel dazu war von 2018. Wie weit man mittlerweile mit der Beräumung ist, kann ich nicht so einfach sagen, aber vielleicht weiß das ja jemand von euch. Kommen wir nun zum Zustand, und der war teils vermüllt, verwildert, aber auch interessant, denn es gab einiges aus Besatzungszeiten zu finden und das nach 30 Jahren Leerstand. Einige der hier gezeigten Gebäude werden mit Sicherheit noch verschwinden, bei den anderen, die unter Denkmalschutz stehen, ist es fraglich, was damit geschehen soll. Wir werden also wie immer uns gedulden müssen. Ich werde mich jetzt wie immer von euch mit einigen Bildern verabschieden. Bleibt mir gesund und munter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, und wenn ihr möchtet, hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut, bis dann und ciao. Thank you.